willkommen zurück zu einer neuen bissigen Folge The Walking Dead, The Final Season. Freut mich, dass du da draußen bissig wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Leute, haut eine Bewertung raus, unterstützt ein bisschen das Projekt. Ich würde mich freuen. Nehmt euch die Sekunde und wir müssen eine Fackel bauen. Nicht wahr, Ten, du kleiner Bengel? Clem, hast du nie da draußen gesehen? Ich habe sie nirgends gesehen. Heißt aber nicht, dass sie entkommen konnte. Ich weiß es nicht. Ich habe sie am Strand gesehen. Sie wurde gebissen, Ten. Also kommt sie jetzt in den Himmel. Zu Sophie. Sie können zusammen sein. Das ist gut. Tja, sehr optimistisch, der Junge, oder? James? Wenn sie hier reinkommen, muss ich sie töten. Ich will das nicht tun. Gott, bist du ein Weichei. Es sind Zombies, verdammt. Sei mal realistisch. Perfekt, Feuersteine. Ich brauche etwas, das brennt. Oh, verdammt. Zombies brennen doch gut, oder? Ey, yo, Kleiner. Hier ist es zu dunkel. Ich arbeite daran. Ich fühle mich nicht sicher. Draußen ist es viel zu gefährlich. Hätte ich doch bloß eine Waffe. Wir sind bald hier raus. Die Einzige, die mal wieder was macht, finde ich, ne? Noch oh. Einer. Ich muss nach Hause, dann kann AJ damit spielen. Cool, geil, wir haben Probleme. Wohin gehen wir? Keine Chance, da durchzuschwimmen. Okay, da geht's schon mal nicht lang. Da haben wir keine Chance. Was haben wir hier? Ohne einen Stock oder so kann ich das nicht anzünden. Kannst du nicht seinen Arm nehmen? Oh, da drüben. Da drüben sehe ich Holz, Kleiner. Wir sind beinahe hier raus. Zumindest haben wir beinahe Licht und dann kommen wir auch hier raus. Ich meine, so super düster ist es jetzt auch nicht. Verdammt, alles zu nass zum Anzünden. Eigentlich von Stein zu Stein, oder? Was haben wir hier drüben? Ein Kristall? Passt sicher gut ins Zimmer, aber zuerst müssen wir nach Hause kommen. Immer schön, oder? Man merkt, wir spielen ein Mädchen. Dekoration ist wichtig, dann kommt Überleben. Wenn ich das losbrechen kann, wird es vom Fluss mitgerissen und verkeilt sich in den Felsen. Wäre sicher eine gute Brücke. Na dann, let's do this! Schön, dass mir mal wieder niemand hilft. Tja, wir halten mal wieder die Stellung, ha? Burn, bitch, burn! Keine Angst vor Feuer, ha? Huh?
Oh shit! Er wirft die Fackel doch rüber! Wie kann er nur so viel Mitleid haben mit den Zombies? Also meine eigene Haut wäre mir da deutlich wichtiger. Zumal es ja keine Heilung gibt. Du kannst sie ja nicht retten, du kannst sie ja nicht zurückverwandeln. Ich meine, die sehen aus wie Trockenfleisch. Da geht nichts mehr. Gar nichts mehr. Tod, Ende, aus, vorbei. Welchen Weg nehmen wir? Ten, siehst du ein Licht in einem der Tunnel? Du bist selbst schuld daran. Tim! Noch ist es nicht zu spät. Lass mich los! Zumindest für ihn. What the fuck? Folgst du uns, verstauche ich dir den Fuß. Folgst du uns weiter, breche ich dir das Bein. Ich lass nicht zu, dass du ihn mitnimmst. Ich lass ihn nicht zu einem Monster werden. Schritt weiter. Psst. Du kommst mit mir. Wolltest du nicht, dass niemandem was passiert? Es hat seine Grenzen. Du hast sie gefunden. Bevor ich sie verliere, töte ich dich lieber. Alter, AJ. Du warst das. Du hast ihn dazu gemacht. Er für dich ein ganzes Magazin in den Kopf der Frau geschossen hat. Es war nur ein halbes Magazin. Ich liebe den Kleinen. Wolltest du das? Ein Junge, der als Antwort nur das Gewehr kennt. Sieh mich an und sag mir, dass du das wirklich wolltest. Du weißt nicht, was sie unseren Freunden angetan hat. Es ist leicht zu urteilen, wenn man die Fakten nicht kennt. Nicht nur ich erlaube mir hier ein Urteil. Aber sein Urteil entsteht durch Wut, Clementine. Eine Wut, die er schon lange mit sich rumträgt. Zu lange. Gefallen, sie zu töten. Ich habe mich stark gefühlt. Mir egal, ob es Mord war. Oder ob es irgendwas anderes war. Es fühlte sich gut an. So gut habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Vielleicht noch nie. Alter. AJ, AJ, es macht mir Angst, wenn du so redest. Wieder und sag es unter keinen Umständen wieder. Was hilft das? Man merkt doch, dass er es schon glaubt. Ich darauf, oder ich schwöre, ich kratze dir die Augen auf. Ihr hört einfach nicht zu. Jeder, der uns wehtun will, sollte sterben. Und es tut mir nicht leid und ich werde mich nicht schlecht fühlen. AJ. Ich weiß nicht, warum du Angst hast, obwohl du immer wolltest, dass ich so werde. Du hast immer gesagt, Überleben ist am allerwichtigsten. Sei stark. Sei tapfer. Und wenn ich die Bösen nicht aufhalten kann, soll ich mich selbst umbringen. Lady zu töten, hat uns alle sicherer gemacht. Das zu mögen, ist doch nicht falsch. Der Kleine ist Realist, Mann. Der ist einfach nur Realist. Der hat recht. Ich kann mir das nicht anhören. Du meinst also, du kannst ihn ändern? Nur zu, rede mit ihm.
machen, Clem. Ich lasse keine Leute herumlaufen, die uns wehtun wollen. Das Problem ist der kleine Dreck. Ich verstehe. Du kannst nicht einfach sagen, ich soll aufhören. Du weißt doch, das verwirrt mich. Aber es darf ihm nicht gefallen. Ich weiß, diese Welt ist hart. Für uns und besonders für dich. Das Töten lässt sich kaum noch vermeiden. Es tun zu müssen, es dich tun zu lassen. Wir haben gelernt, damit zu leben. Aber es darf dir nie gefallen. Vielleicht hätte ich nicht mir jetzt gefallen sagen sollen. Vielleicht kann ich meine Gefühle nur nicht ausdrücken. Bist du nicht froh, dass Lily tot ist? Du wolltest, dass ich sie töte. Du bist doch froh, dass ich es getan habe. Das ist kompliziert. Warum? Weil... Nein, es ist eigentlich nicht kompliziert. Es ist egal, ob ich froh darüber bin, dass Lily fort ist. Wir reden hier über dich. Du redest über mich. Ich versuche, über uns zu reden. Früher gab es nur uns, Clem. Ich verstehe nicht, warum du so redest. Ich schwöre, das tue ich nicht. Du warst beim Abfeuern der Waffe nicht glücklich. Du warst zornig. Zorniger als jemals zuvor. Zu, AJ. Du kannst nicht so darüber reden, jemanden umzubringen. Auch nicht Lily. Das reicht. Es ist ganz klar, dass du es ihm nicht erklären kannst. Alter, der ist ja voll der Psychopath. Lass ihn verdammt nochmal in Ruhe. Du hörst nicht zu. Ja, was soll er denn machen? Lily hätte uns alle getötet oder versklavt. Sie hat dem Jungen die Zunge rausgeschnitten. Nein, wir hören zu. Verstehst du einfach nicht, wer wir sind? Geh, James. Ich verstehe dich. Leute wie dich habe ich schon gesehen. Die Welt ist voll davon. Ich war du. Du kennst nichts als Gewalt und Tod. Er könnte ein friedliches Leben leben, aber du lässt ihm gar keine Wahl. Es ist vielleicht schwer zu glauben, AJ, aber hör mir zu. Niemand muss mehr sterben. Keine Menschen, keine Beißer. James, diese Philosophie. Diese Philosophie hat mir meine Menschlichkeit bewahrt. Das macht uns alle zu Menschen. Worte reichen nicht. Du kannst Leute nicht einfach mit Reden friedlich machen. Glaubst du echt, ich möchte nicht auch so ein Leben für AJ und mich? Ja, ich würde alles geben für eine Welt, in der ich weder töten noch Angst vorm Sterben haben muss. Aber so läuft das eben nicht. Noch nicht. Und was du da abziehst, wird daran auch nichts ändern. Clem? Was denn? Er versteht es nicht. Nicht so wie wir. Nicht so wie ich. Ich helfe dir, Clem. Vertrau mir. Ich weiß, welche Leute böse sind. Ich werde nie schießen, nur weil ich es mag. Nur, damit unsere Freunde sicher sind. Bitte, glaub mir, ich weiß ganz genau, wann es richtig ist. Weiß der Kleine es wirklich? Das ist jetzt die große Frage, ne? Aber er ist tough, Alter, er ist ultra tough. Ja, die Welt ist kein Wunschkonzert. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder nett zu dir ist.
Deswegen würden die Menschen hier in Europa, denen es gut geht, die würden gefressen werden, wenn die irgendwo anders hinkommen. Man muss sich verteidigen. War schon immer so. In der Schule ist es ja auch so. Wenn du immer nur sagst, ja komm, ich wehre mich nicht, ich kassiere die Schläge, dann werden sie es immer wieder mit dir machen. Dann musst du einmal ordentlich zulangen und zeigen, hey, mit mir nicht. Also Kleiner, du bist bereit. Mein Segen hast du. Okay. Wirklich? Du wirst so schnell erwachsen, AJ. Das macht mir Angst. Aber du hast Dinge gesehen und getan, die ein Junge in deinem Alter nicht tun sollte. Du hast dir mein Vertrauen verdient. Ich glaube dir, wenn du sagst, das Töten wird dir nie gefallen. Niemals. Versprochen. Spürst du das? Ja, da geht's raus. Geh. Ich sorge dafür, dass dir niemand folgt. Danke. Ob James das überlebt? Am Ende hat er sich auf jeden Fall nochmal gefangen und wird gerade gefressen für uns. Feiner Zug, James. Echt feiner Zug. Nom 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 nom. Man hört das Schmatzen der Zombies. Luft ist rein. Wenn's dort zur Küste geht, geht's wohl dort zur Schule. Alter, wir haben keine Waffen, ne? Na, wir haben den Bogen. Aber so messermäßig haben wir da was? Doch, wir haben Messer, wir haben Messer. Ach, Ken hat uns das Messer gegeben. Der Tag, nachdem AJ Marlin getötet hatte. Ihr wisst ja, Violet und ich haben für euch gestimmt. Asims Stimme war die dritte. Das heißt, Oma hat gegen uns gestimmt? Und Ruby auch? Ja. Wie kommst du darauf? Asim meinte, ihr wisst, wie man überlebt. Er wusste, die Schule würde mit euch sicherer sein. Ich habe für euch gestimmt, weil ich euch mochte. Aber sein Grund war besser. Ich dachte nur, das solltest du wissen. Asim hatte recht. Wir waren sicherer. Wir hatten am Anfang mehr Angst, als wir zugeben wollten. Ihr habt die Angst verjagt. Das ist echt lieb, dass du das sagst, Ten. Danke. Schon gut. Ich muss nur dran denken, weil die Gefahr vorbei ist. Wir jetzt zurückgehen. Ich mag Asim. Wenn Marlin noch das Sagen hätte, würden wir alle verschleppt werden. Oder wir wären tot. Stattdessen haben wir uns gewehrt. Ihr habt uns gezeigt, wie. Marlin waren wir nicht sicher. Sogar in der Sicherheitszone haben wir uns nur versteckt. Zombie-Wildschweine. Ihr habt es geschafft. Ihr lebt alle noch.
Oh. Gruppenkuscheln. Ich wollte nicht glauben, dass du wirklich tot bist. Ich musste dich finden. Du hast mich gefunden. Sind die anderen alle entkommen? Ja, sie sind alle in Ordnung. Sie sind mit dem Wagen zurück zur Schule. Wir sind sicher, Clem. Jetzt müssen wir nur den Heimweg finden. Hast du eine Ahnung, wo wir lang müssen? Ich kenne eine alte Brücke in der Nähe. Wenn wir darüber kommen, ist es nicht mehr weit zur Schule. Also haben wir noch ein Stück vor uns. Während wir nach euch gesucht haben und ich dachte schon, ihr wärt tot. Oh, verdammt. Ich habe versucht, mir vorzustellen, was ich ohne dich nur machen würde. Und da merkte ich, wie dumm ich war. Wegen Minnie. Mehr als ein Jahr lang. Ich war so darauf fixiert, dass ich sie und Sophie verlieren könnte. Dass ich alle um mich herum verprellt habe. Marlon, Brody, Louis, selbst dich und AJ. Ich wollte, dass ihr mir alle egal seid. Und ich kann dir noch immer nicht sagen, warum. Ich weiß, was du meinst. Wenn so viele Leute gestorben sind, ist es einfacher, niemanden an sich heranzulassen. Irgendwann fragst du dich, warum du überhaupt um dein Leben kämpfst. Das frage ich mich nicht mehr. Oh, wahre Liebe. Unter Mädels. Ich erinnere mich daran, wie Marlon beschrieb, zu was wir Erikson machen wollten. So hatte sich das keiner vorgestellt. Wie hast du es dir vorgestellt? Konnte ich nicht. Ich habe nur auf Marlon gehört, dass es unser Zuhause werden würde. Ein echtes Zuhause. Aber ich verstand es nicht so wirklich. Meine Familie lebte in einem Wohnwagen. Was ist mit dir? Wo hast du gelebt? In einem Haus mit meinen Eltern. Mit Zaun drum und einem großen Garten. Was hat dir am besten an dem Haus gefallen? Das Baumhaus. Ich hatte ein Baumhaus im Garten. Dort habe ich immer stundenlang gespielt mit meinem Walkie-Talkie. Ich stellte mir vor, ich wäre Kapitän auf meinem Piratenschiff. Oder es war ein Iglu und ich war Jägerin. Oder ein Schloss und ich war die Prinzessin. Echt? So richtig mit Kleid und Krone? Ja, aber auch ein Schwert. Eine Kriegerprinzessin. Ja. Na klar. Nur wegen dem Baumhaus lebe ich noch. Dort versteckte ich mich, als das anfing. Lesbos-Prinzessin. Ach komm. Erikson kann immer noch das Zuhause sein, das uns Marlon versprochen hat. Wenn wir zurück sind, bauen wir es wieder auf. Das wird verdammt viel Arbeit. Aber du hast recht. Ich glaube, es ist die Mühe wert. Bekommen wir ein Happy End? Wir könnten sogar ein Baumhaus bauen. Wir haben schon einen Glockenturm. Okay, wir bauen einen Glockenturm. Perfekt. Nachdem all das passiert ist, glaube ich nicht mehr daran. Ich meine, wir haben doch darum gekämpft. Es verteidigt. Wir sollten uns heimisch fühlen, aber es geht einfach nicht. Weißt du, wo das Problem liegt? Dieser dämliche Name, Erikson. Willst du den Namen ändern? Ja, scheiß auf den Vogel. Es sollte einen coolen Namen haben. Bedrohlich, aber nicht gruselig. Etwas, bei dem Arschlöcher sagen, da gehe ich nicht hin. Burg Violet. Aber auch nichts wie lootendes Mördermesserhaus.
Wie wär's mit verrottendes Drecksloch? Passt. Klingt auch irgendwie cool. Wie eine Rockband. Bin dabei. Ich will beim Wiederaufbau der Schule helfen. Das wirst du, Ten. Wir alle. Wir legen los, sobald wir zurück sind. Gehen wir heim ins verrottende Drecksloch. Jetzt regnet es ein Zombie irgendwie von einem Baum und der Junge wird gefressen. Wartet, wartet. Naja, gut, beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bewertung dalassen und tschüss.